Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir aus der Festung gekommen, aus dem Verlies, und sind dann zum Kloster gereist, denn ein Kreuzritter hat uns hierhin eingeladen und uns auch erzählt, dass hier das königliche Juwel ist, beziehungsweise sogar der König hat uns gesagt, dass das Kloster das königliche Juwel gestohlen hat. Und natürlich, oh, da oben ist es sogar schon, seht ihr es? Und natürlich wurde uns ein Hinterhalt gestellt, denn das Kloster ist eigentlich nur hinter dem Brustpanzer des ersten Drachen her, den wir hier mitgenommen haben. Und jetzt müssen wir uns halt hier hochkämpfen, um das königliche Juwel zu erlangen. Aber erstmal gehe ich hier drauf, das ist nämlich eine sehr schöne Platte. Weswegen ich auch in der letzten Folge nicht zum Schmied gegangen bin, weil ich noch wusste, dass sie hier ist. Denn unsere Rüstung wird damit vollkommen wieder repariert, was ein sehr netter Bonus ist und auch sehr willkommen. Ich werde jetzt erstmal hier runter gehen statt hoch, denn vielleicht ist da unten noch irgendwas von Interesse. Eigentlich ist das hier natürlich nur dafür da, wieder hochzulaufen, wenn wir einmal runtergefallen sind, aber ich gucke mich lieber nochmal genauer um, bevor wir irgendwas übersehen. Oh, diese Musik ist einfach cool. Die macht das Spiel so viel atmosphärischer. Also das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass ein Spiel ohne Musik gleich wesentlich unschöner ist. Also mir fehlt das richtige Wort. Es fehlt halt einfach wirklich die Atmosphäre, wenn Musik fehlt. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn richtig gute Musik da ist, macht das ein Spiel nochmal um einiges besser. Das ist auch in Spielen wie zum Beispiel Banjo-Kazooie der Fall, wo die Musik wirklich sehr, sehr viel ausmacht. Vor allem in so Leveln wie Treasure Trove Cove oder dem Click-Clock-Wood. Also das ist echt cool. So, na, Hype, geh da hoch. Bisher sind die Sprünge hier noch relativ human, weswegen ich es ganz gut schaffe und wo ich auch sehr froh drüber bin, denn bei Sprungpassagen bin ich meistens nie besonders gut. Na toll. Wir kommen zurück unter den niedrigeren Balken-Hype. Das ist sehr gut gemacht. Wenigstens gibt es im Spiel hier keinen Fallschaden, das wär's noch. Komm, das ist halt nur nervig, weil wir den ganzen Weg nochmal nach oben gehen müssen. Wer das hier überhaupt erfunden? Warum führt da keine richtige Treppe nach oben? Ist das nicht irgendwie so ein bisschen bescheuert? Vor allem, wenn ihr da oben die Glocke habt, wie man da sehen kann, das ist das große Gelbe. Die müsste auch geläutet werden, oder? Und ich sehe kein Seil, das da runterführt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich bin jetzt zweimal durch die gleiche Lücke gefallen. Oder sogar durch dieselbe Lücke. Also gut, ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei, das heißt, jetzt müssten wir es eigentlich schaffen. Denn diesmal werde ich auch darauf achten, nicht in diese Lücke zu fallen. Ich werde wirklich vorsichtig sein. So. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und jetzt muss ich vorsichtig sein. Hopp. So, ganz vorsichtig. Hopp. Nicht zu überstürzt. So. Und da mache ich einen schnellen Sprung. So. Wunderbar. Der Aufzug führt uns nach oben. Und da hinten seht ihr schon den Boss des Klosters. Wir können die Glocke läuten, wenn wir da drauf schießen. Aber das bringt jetzt aktuell nicht so viel. Wir fragen erstmal den Typen hier, ob wir das Juwel haben dürfen. Hallo. Boah, ist der fett. Na? Nanu, wen haben wir denn da? Einen Ritter, der das königliche Juwel stehlen will. Schöne Bescherung. Naja, diesem Kleinod passiert ja allerhand. Tut mir ja leid. Das königliche Juwel ist und bleibt im Kloster. Und ganz gewiss wird ein Frischling wie du daran nichts ändern. Ja, das werden wir sehen. Du wirst diesen Turm schneller wieder heruntergehen, als du heraufgekommen bist. So, ich glaube, das ist ein Bossgegner, bei dem viele Leute Probleme haben. Zumindest habe ich das bei einigen gelesen und auch gehört, dass sie diesen Boss nicht geschafft haben. Aber eigentlich ist er im Grunde ganz einfach. Also, der Mönch unten hat uns schon erzählt, dass der hier unverwundbar ist. Aber es ist ganz einfach. Wir müssen einfach springen und ihn ins Gesicht hauen und ihn so langsam in die Mitte, aua, drängen. Na komm, aua. Also ich schaffe das gerade nicht, weil ich zu unfähig bin. Aber im Grunde ist das wirklich der einfachste Boss im gesamten Spiel. So, und damit hätten wir ihn schon geschafft. Jetzt fällt er runter.
reißt das königliche Juwel mit sich und wir haben den Tag gerettet. Und natürlich sind wir ganz schnell hier unten, ist klar, wir sind Hype. Und wir haben das königliche Juwel gefunden, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt endlich wieder in unsere Ära zurück. Jetzt besitzt du das königliche Juwel. Und weil er unbesiegbar ist, hängt er natürlich hier fest. Tja, sieh's mal so, jetzt machst du eine unfreiwillige Diät. Das heißt, wenn du hier wieder raus willst, musst du abnehmen. Na? Kann ich dich da durchschieben? Nein, das geht nicht. Na gut. Dann viel Spaß noch. Ich werde mal aus dem Kloster jetzt rausgehen. Denn das ist doch auch, was du wolltest, oder? Dass ich hier aus dem Kloster wieder verschwinde. Nochmal schnell die Rüstung. Habe ich überhaupt Schaden genommen aus der Rüstung? Ja, ein paar Dellen hat sie. Na gut, kostenlose Reparatur. Machen wir doch einfach gerne. Und jetzt gehen wir aus dem Kloster raus und zurück nach Gustus Mansion, Gustus Herrenhaus da unten. Wie es uns auch angezeigt wird. Vorher natürlich nochmal speichern, das ist immer wichtig. Save early and save often ist ja der Spruch. Also früh speichern und oft speichern und möglichst auf verschiedenen Spielständen. Also mit den verschiedenen Spielständen mache ich meistens ehrlich gesagt nicht. Aber nun gut, ich überlege gerade, bei welchem Spiel habe ich mehrere Spielstände benutzt. Das habe ich letztens bei irgendeinem Spiel gemacht. Aber ich weiß gar nicht mehr. Ah, Tomb Raider oder wie auch immer man das ausspricht. Ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich es wohl falsch ausgesprochen habe. Und ja, ich habe nämlich letztens das originale Tomb Raider wieder gespielt. Und da habe ich wirklich viele Saves benutzt, viele verschiedene, weil ich halt auch in den Leveln alle Secrets sammeln wollte. Und mir ist es auch gelungen. Ich habe das Spiel mit allen Secrets durchgespielt. Zwar noch nicht das Unfinished Business, den Add-on-Content, der mit dem Director's Cut dazugekommen ist, die vier Level. Die habe ich noch nicht gespielt. Beziehungsweise den ersten habe ich gespielt, aber dann nur eins von drei Secrets bekommen. Deswegen möchte ich den nochmal spielen irgendwann. Aber aktuell habe ich da sowieso nicht so viel Lust drauf. Das mache ich später mal. Ritter. Ich bin froh, dass ihr das königliche Juwel gestohlen habt. Es ist ein Zeichen der Überlegenheit und verfügt vermutlich über unbekannte Kräfte. Es ist mächtiger als Menschen. Der, der bescheiden ist, wird wissen, wie er es benutzen muss. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass ihr es jetzt besitzt. Ja, ja, wir sind halt ein toller Ritter reinen Glück, Herzens. Ritter. Ich weiß nicht warum, aber ich spüre, dass ihr tugendhafter seid, als die Leute denken. Was denken die Leute denn von mir? Geht jetzt. Dieser Ort ist nicht sicher. Ich meine, gut, ich habe das königliche Juwel gestohlen und ich habe den Brustpanzer des ersten Drachen gestohlen. Das ist jetzt nicht besonders tugendhaft, aber es geht doch um das größere Ziel. Also ich will zurück in meine Ära, also zurück in die Zukunft, um den bösen schwarzen Ritter zu besiegen, oder nicht? Naja, egal. Wir sind sowieso bald nicht mehr in dieser Ära und zurück bei unserem König. Von daher kann uns unser Ruf hier ja eigentlich ziemlich egal sein. So sind hier wieder böse Männer. Nein. Na gut, durch die Fledermäuse hier im nächsten Stück werde ich diesmal einfach durchrennen. Jetzt ist hier auch nichts mehr von Interesse, was mich interessiert. Und die folgen mir auch nicht durch den Baumstamm hindurch. Deswegen ist das doch ganz in Ordnung. Was haben wir denn da? Ein Drache. Na, bist du uns freundlich oder gut gesinnt? Bist du uns freundlich oder böse gesinnt, meine ich. Und somit ein Feind der Drachen. Aber du hast mich nicht angegriffen. Das unterscheidet dich von den anderen Rittern. Ich respektiere das. Allerdings bin ich sehr misstrauisch, seit meine Vorfahren sich unseren berühmten Brustpanzer haben stehlen lassen. Geh, setz deinen Weg fort. Also wir haben jetzt zufällig so einen Brustpanzer dabei. Vielleicht möchtest du den ja haben. Ja, bitteschön. Ich erkenne den Brustpanzer des ersten Drachen. Worte können seinen Wert nicht beschreiben. Es ist so lange her, dass er meiner Rasse verloren ging, gestohlen von ehrlosen Menschen. Ich bin gerührt, dass du ihn mir anbietest, Ritter. Das ist eine noble Geste. Ein göttliches Wesen erkennt Edelmut. Jetzt weiß ich, dass du die Objekte, die du bei dir trägst, verdienst. Ich sehe, dass du das königliche Juwel hast. Ich erkenne auch dein Schwert. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen. Mein Name ist Zatila. Möchtest du auf meinen Rücken steigen, damit wir das königliche Juwel mit himmlischer Energie laden können?
Machen wir doch später. Ich will jetzt erstmal mit Gustus reden und erfahren, was er herausbekommen hat. Also wir müssen so oder so das königliche Juwel noch aufladen, so viel sei gesagt. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie Sequence Breaking machen, auch wenn das vom Spiel erlaubt und vorgesehen ist. Oh, cool, Hellkräuter. Na du Wolf, hast du vielleicht noch ein bisschen Geld dabei? Ich würde gerade sagen Giel, aber wir sind ja hier nicht in Final Fantasy oder in Golden Sun und wo alles noch in Giel bezahlt wird. Na, du hast nichts. Das ist aber schade. Nun gut, dann werden wir mal zu Gustus gehen. Und ihn ausquetschen. Die Ladezeiten sind nicht schön, aber gut. Mein Laufwerk muss erstmal auf die CD zugreifen und dann muss erst geladen werden, aber das hält sich ja noch in Grenzen. Also so Ladezeiten wie in Lego Insel 2 hat das bei weitem nicht. So, einmal schnell speichern, wo wir gerade dabei sind. Ja, komm. Könnte ja sein, dass ich hier so dumm bin und irgendwie von den Säulen hier runterspringe und dann sterbe. Dann wäre ich sehr, sehr blöd dran, weil ich dann wieder im Kloster anfangen müsste. Und das will ja keiner von uns sehen. So, ich kletter erstmal wieder hier die Kisten hoch. Gustus sollte auf jeden Fall mal eine Treppe installieren lassen. Los, geht er hoch. Wo steht er denn? Da ist er nicht. Na gut, dann gucken wir drinnen mal. Oder hier rechts, ist er da vielleicht? Nö. Na gut. Dann, da ist er ja. Hallo, Gustus. Ah, Hype. Ihr habt das königliche Juwel. Wunderbar. Hier, ich habe in einem meiner alten Bücher eine sehr merkwürdige Zeichnung gefunden. Sie gleicht genau eurem Schwert. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Tja, das tut mir leid. Aber was ich weiß, ist, dass das königliche Juwel und euer Schwert zusammen das Reisen in der Zeit gestatten. Dazu müsst ihr das königliche Juwel mit himmlischer Energie laden. Ihr müsst dann nur noch eine Sonnenuhr berühren. Und ich habe zufällig eine im Hof. Bloß, ich weiß, das klingt schwierig, aber ihr müsst das königliche Juwel mit himmlischer Energie laden und ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich weiß, wie das geht. Wir haben ja Zartila getroffen und ihm den Brustpanzer des ersten Drachen. Oh, da geht's ja rein. Des ersten Drachen wieder gegeben. Na, was haben wir denn hier Schönes? Soll ich mir das jetzt schon angucken? Nein, das gucke ich mir gleich an. Ich möchte jetzt erstmal zurück zu Zartila gehen und das königliche Juwel mit himmlischer Energie aufladen, damit wir dann in der Zeit reisen können. Und ja, unser Schwert, das Schwert des Friedens, das auch Zartila erkannt hat, scheint wohl eine größere Bedeutung zu haben, denn das brauchen wir auch für die Zeitreisen. Und wie Gustus schon sagte, wir müssen eine Sonnenuhr berühren. Und wie es der Zufall so will, hat er eine in seinem Hof stehen. Und falls ihr aufgepasst habt, in Thoras steht auch noch eine, direkt bei der Eingangstür. Das könnte eventuell noch nützlich werden. Ach, die Wölfe sind schon wieder da. Na, habt ihr wieder was Schönes für mich? Oh, das ist, hätte aber nicht nötig gewesen. Hier ein bisschen Geld. Das ist aber schön. Das ist aber lieb von euch gewesen. 185. Ah, jetzt seht ihr es auch da unten. Wir haben das königliche Juwel. Und gut, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, da ihr schon seht, da sind noch mehr leere Sachen. Na gut, ihr könnt euch wahrscheinlich euren Teil denken. Ich muss dazu jetzt nichts sagen. So, ich stecke mal die Waffe weg und dann reden wir mal mit Zartila. Hallo. Nochmals guten Tag, Ritter. Nanu, jetzt werde ich nicht mal mehr gefragt. Wahrscheinlich habe ich aus Versehen irgendwie gedrückt und dann auf Ja geklickt. Auf jeden Fall laden wir jetzt das königliche Juwel mit himmlischer Energie auf. Und die Musik hier ist einfach so geil. Ich stehe ganz zu deiner Verfügung. Steuere meinen Flug mit den Pfeiltasten. Ich schlage mit den Flügeln und fliege schneller, wenn du die Shift-Taste festhältst. Und wenn du es wünschst, werde ich langsamer bis zum Anhalten, wenn du auf die Steuerung-Taste drückst. Und ich werfe auch meine stärksten Flammen für dich, wenn du auf die Leertaste drückst. Okay. Dann lass es uns mal angehen. Schau, Ritter. Vom Himmel strahlt eine Energie aus, die sich als Prisma-Energie sammelt.
Das sind leuchtende Dreiecke, die du am Himmel schweben sehen kannst. Du musst 40 Energieprismen einfangen, um das königliche Juwel zu laden. Aber vergiss nicht, deine Zeit ist begrenzt. Du musst schnell sein. Ich kann nicht sehr lange mit einem Ritter auf dem Rücken fliegen. Nun, wenn du fertig bist, drücke auf die Shift-Taste und ich werde für dich fliegen. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Oh, speichern dürfen wir auch nochmal, das ist sehr gut. Dann machen wir das doch einfach mal. Und fangen an, hier durchzufliegen. Ich kann Feuerwelle spucken, genau wie das gesagt hat. Und ich muss jetzt hier durchfliegen und die Prismen einsammeln. Unten seht ihr das schon. 40 Stück. Und unten links seht ihr unsere Lebensenergie, die nach und nach abnimmt. Das ist halt die Zeit, die wir haben, um diese 40 Prismen einzusammeln und damit Energie für das königliche Juwel aufzuladen. Oben habt ihr dann noch ein kleines Radar, das heißt, da ist unser Startpunkt. Denn hier gibt es mehr Prismen, als wir brauchen. Momentan noch sehr unspektakulär. Aber ich finde die Musik entschädigt dafür. Das ist einfach so schön. Ich weiß noch, wie ich früher als kleines Kind an diese Stelle gekommen bin. Du hast das Juwel aufgeladen. Ah, diese Energieprismen einzusammeln hat mir gut getan. Ich könnte stundenlang fliegen, wenn du wolltest. Aber fürs Erste sollten wir vorsichtig sein. Es gibt ja einige böse Drachen, die es nicht mögen, wenn jemand anders ihr Territorium überfliegt. Oh. Wenn du zum Wald zurückkehren möchtest, um deine Aufgabe zu vollenden, dann steuere mich einfach zu dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, sehr gut, jetzt wo er die Energie aufgesammelt hat, können wir so lange fliegen, wie wir wollen. Und zurück zum Startpunkt kehren. Und jetzt seht ihr schon, hier sind die Drachen, die ihr Territorium verteidigen wollen. Hat so ein bisschen was von Star Fox 64, oder? Bloß nicht in ganz so gut. Aber, aua. Okay, wir können immer noch viel Energie verlieren, wenn wir uns von den anderen Drachen treffen lassen. Das heißt, ich muss hier ein bisschen vorsichtiger fliegen und hier mal so ein bisschen unter Beschuss nehmen und so schnell wie möglich zurück zum Wald zurückkehren. Ihr seht schon, die anderen Energieprismen, die noch übrig waren, sind komplett verschwunden und haben sich nur in diese kleinen Punkte verwandelt. Na, aber das ist ja in Ordnung, denn wir brauchen sie nicht mehr. So, da wollen wir hin. In den Strudel hinein, zurück auf die Lichtung im Wald. Und dann kehren wir auch mal zu Gustos Herrenhaus zurück, oder? Was sagt ihr? Was anderes bleibt uns hier auch erstmal nicht übrig. Ja, vielen Dank, Zartila, ne? Für den schönen Flug. Vielleicht können wir das ja nochmal machen in der Zukunft. Hype. Das königliche Juwel ist für die Menschen das Symbol der Macht. Zusammen mit deinem Schwert verleiht es dir etwas von seiner Macht. Das Juwel wird dir bald seine Magie zeigen. Ich weiß aber noch nicht, ob du davon Gebrauch machen kannst. Ich habe so viele Kriege gesehen und zu viele gute Menschen haben sich in reißende Bestien verwandelt, um die schrecklichsten Verbrechen zu begehen. Aber ich werde bald wissen, ob du dieses Kleinods wert bist. Selbst wenn du in deine Zeit zurückkehrst, werden wir uns wiedersehen. Ich lebe ewig. Das war schön. Ja, vielleicht merkt man das jetzt schon ein bisschen. Zartila hat teilweise ziemlich düstere Stimmungen und er hat keine hohe Meinung von Menschen. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Also das ist ein Kinderspiel und trotzdem spricht der Drache teilweise Themen an, die eigentlich, weiß nicht, für Kinder zu hoch sind, oder? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das damals aufgefasst habe. Ich glaube, ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet. Ich war sonst eher mit dem Erforschen der Welt beschäftigt. Vor allem, wie der Jack Smith das schon... wie der Mr. Jack Smith das schon angesprochen hat in einem vorherigen Video. Innerhalb eines Kommentares, dass zum Beispiel die Stadt Torras total riesig wirkt, einfach weil sie so verwinkelt ist. Und klar, das lädt total zum Erforschen ein. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber nun gut, wir müssen nicht mehr in die Stadt Torras. Wir gehen jetzt zu Gustos. Also ich hoffe, wir müssen nicht mehr in die Stadt Torras. Wir gehen jetzt zu Gustos und gucken uns auch nochmal sein Herrenhaus von innen an, bevor wir zurück in unsere Ära zurückreisen werden. So. Hallo, hast du uns noch was zu sagen? Hype, ich habe etwas entdeckt. Man muss das königliche Juwel mit Himmelsenergie laden. Das ist bereits geschehen? Ja. Gut,
Ich habe außerdem noch eine sonderbare Zeichnung entdeckt. Ja, gut. Sie ist das exakte Abbild eures Schwertes. Aber mir sind all diese Geheimnisse unbekannt. Und ich habe nichts über den schwarzen Ritter gefunden. Ich bin untröstlich. Ich bin so unfähig wie ein Bogen ohne Pfeil. Gut. Wenn ihr jetzt, wo das Juwel geladen ist, mit eurem Schwert auf eine Sonnenuhr tippt, so werdet ihr durch die Zeit reisen. Und ich habe zufällig eine Sonnenuhr im Hof. Ich bitte dich, besuch mich in deiner Zeit. Vielleicht bin ich dann noch da. Und in meinem Herrenhaus werde ich wahrscheinlich einen Geheimsaal gebaut haben. Ich werde dort Sachen für dich bereitlegen. Viel Glück. Naja, 200 Jahre in der Zukunft. Also ich habe nochmal das Intro gesehen. Da wird gesagt, dass das hier vor 200 Jahren ist. Ich weiß nicht, ob du da noch lebst, aber wir werden auf jeden Fall mal in deinen Geheimsaal runtergucken. Und wir werden auch jetzt mal eben dein Herrenhaus hier genauer unter die Lupe nehmen, bevor wir zurück in unsere Zeit reisen. Erstmal nach oben. Ah, okay, da ist noch nicht so wirklich viel gebaut. Das wird dann hoffentlich noch... Ich bin sehr gespannt, wie dein Herrenhaus in der Zukunft aussehen wird. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ja, da oben hätte ich drauf springen können, das mache ich dann noch. In die Bibliothek, wie es mir scheint. Oh Gott, die Kamera ist ein wenig verwirrend. Nein, hier komme ich doch her. Nein, hier wollte ich nicht lang. So, da kann ich hoch. So, und hier. Im Fass ist nichts. Haben wir hier ein kleines Kämmerchen mit irgendwelchen Geheimnissen oder Truhen oder so? Nein? Vielleicht hier? Alchemistische Gerätschaften und ein Trank. Los, Halb, trink mal was davon. Los! No, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ist hier irgendwas hinterm Bücherregal. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das ist mal schrecklich, wenn einem so einfache Worte nicht einfallen. Ich will mal versuchen, ob ich da in den Kessel reinspringen kann. Ist das so ein Kessel voller Zaubertrank, wie in Asterix und Obelix? Und wenn ich den trinke, wenn ich da reinfalle, dann... Aber ich komme da gar nicht drauf, das ist eine unsichtbare Wand. Ach, stellt mal dein Schwert weg. So, jetzt nochmal in aller Ruhe. Hopp. Dann halt nicht. Mensch, von hier aus vielleicht? Hopp. Nee. Ich denke, da komme ich sowieso nicht rein. Von daher... gucke ich mich nochmal hier in der Bibliothek um und genieße die schöne Musik. Das ist echt klasse, die Musik. Ich liebe gute Soundtracks. Ich glaube, das hat man auch schon in Little Big Adventure 2 und in Ghost Trick gemerkt. Und wenn ein Spiel einen guten Soundtrack hat, dann ist das wirklich ein großer, großer Pluspunkt für mich. Auch ein Spiel mit einem sehr coolen und tollen Soundtrack und überhaupt ein sehr tolles Spiel ist Beyond Good and Evil. Und davon werde ich garantiert irgendwann auch nochmal ein Let's Play machen. Aber meine nächsten Projekte sind gerade mal geplant. Also erstmal Hype und ein anderes Projekt, das ich noch demnächst anfangen möchte. Aber dazu später mehr. So, ich bin nochmal hier rüber. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Das heißt, hier unten ist gar nichts. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder hoch. Und ich würde sagen, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe schon wieder lang genug gespielt. Ich gehe eben zurück zum Speicherpult. Ihr müsst leider noch warten, das tut mir leid. Oder falls ihr das Video hier später seht, dann schaltet einfach zum nächsten Video. So einfach geht das. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß. Wir haben viel geschafft in dieser Folge. Wir haben einen Drachen als Freund bekommen. Wir haben das königliche Juwel bekommen und wir können endlich in unsere Epoche zurückreisen. Das heißt, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder da rein, wenn ich durch die Zeit reise und ja, bis dahin, macht's gut!